Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tourist Bus Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim beliebten Reisebus-Simulator. Ja, heute fahren wir mal wieder hier mit einem neuen Bus, der am heutigen Tage ja bereits schon wahrscheinlich erschienen ist oder noch erscheinen wird. Am 5.12. der Scania Touring, der in drei Varianten kommt. Einmal in der 121er Variante, das ist diese Version, die wir hier haben. Dann einmal in der 129er und in der 137er. Die fand ich ein bisschen zu groß. Ich bin aber auch mal gespannt, weil dieser Bus auf jeden Fall viel, viel größer ist als den letzten, den wir gefahren sind, und zwar den BB40. Und wenn ihr das kauft, egal ob für den Tourist Bus Simulator oder für den Fernbus Simulator, könnt ihr das Ganze nutzen. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir fahren heute eine kleine Strecke, und zwar fahren wir nämlich heute hier von dem Hotel vom Pineapple Club Antigua zu dem Punkt Aqua Verdes. Ich hoffe, dass der Windsurfing Beach jetzt hier soweit freigeschaltet ist. Da ist auf jeden Fall der Halt. Wir werden mal schauen, ob das Ganze klappen wird. Wir werden den Bus mal soweit aufrüsten. Ne, echt ein schöner Bus. Hatte ich schon mal im Fernbus-Simulator vorgestellt. Und ich dachte mir, heute zum Release-Tag machen wir da nochmal eine kurze weitere Folge dazu mit einem kleinen Shuttle-Service. So, echt ein schicker Bus. Ne, sieht auch sehr, sehr hochwertig aus. Ne? Auch in der Verarbeitung hier gefällt mir sehr gut. Und das Feedback, was ich vom Fernbus-Simulator bekommen habe, war auch durchaus positiv. Ihr freut euch auch über den neuen Bus hier. Und ich würde sagen, den rüsten wir mal soweit auf. Machen mal die Elektrik an. Und werden jetzt erstmal wieder hier soweit alles einstellen. Ich gucke mal gerade kurz, was wir denn da alles nochmal einstellen können. Ich würde sagen, wir schließen mal die Tür. Die Klimaanlage haben wir hier auch irgendwie. Ich gucke mal, die war gleich weiter rechts. Könnt ihr den auch anmachen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Ist ein neuer Bus. Da muss ich immer erstmal ein bisschen schauen, was man denn überall alles einstellen kann. Hier ist nämlich die Klimaanlage. Dann haben wir hier noch die Fanfare, die wir abspielen können. Fahrerlicht können wir an- und ausschalten. Dann haben wir eben das Passagierlicht, was wir noch an- und ausschalten können. Haben hier noch die Türen. Wi-Fi. Ist das jetzt an? Warte mal. Ich glaube, es ist an, ne? Genau, sieht man so ein bisschen grünlich. Restroom. Kitchen. Hostess Clearance. Hostess, wow. Light Clearance, also Lichtfreigabe. Haben wir hier mit dabei, dementsprechend Versorgung, Catering und so weiter. Ist auch alles aktiv. Dann schauen wir mal. Klimaanlage ist an. Das passt, das passt. Da können wir die Lupen noch dementsprechend bearbeiten. Ich gucke jetzt mal gerade kurz. Habe ich noch irgendwas vergessen? Was ich hier noch einschalten muss. Ich gucke mal gerade. So, das haben wir, das haben wir. Ansonsten, glaube ich, haben wir soweit alles an. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, Türen sind geschlossen. Hier können wir Kneel Down machen. Haben hier auch verschiedene ESP und ASR können wir hier ausschalten. Und ansonsten, hier haben wir ein kleines schönes Navi. Haben natürlich hier das schöne Scania-Logo. Ne? Auch alles voll animiert hier. Sieht total cool aus. Wir starten mal den Motor. Na, guck mal, da seht ihr auch, wie das Ganze hier schön hochzählt. Die Temperaturanzeige. Sieht auf jeden Fall recht cool aus. So, und ich sagen, gucken wir uns den Bus nochmal kurz von außen an. Ansonsten sollte soweit alles passen. Und ich würde vorschlagen, dann fahren wir mal direkt los hier. Können auch Licht nochmal anmachen ein bisschen. So, ein bisschen Fahrlicht. Schöne LEDs, die wir hier verbaut haben. Sieht auf jeden Fall recht hochwertig aus, der Bus. Mir gefällt der auf jeden Fall persönlich sehr gut. So, gehen wir mal ins Cockpit rein hier. Da muss ich mal kurz mal schauen, was wir noch irgendwie einschalten können. Die Feststellbremse können wir auf jeden Fall lösen. Oh, da rollt er schon. Huch. So, dann natürlich im Gang einlegen. Und können dann beschleunigen. So, ab geht da der Pedder. Ist natürlich ein etwas größerer Bus, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oha, die Fahrposition ist echt wirklich hoch hier. Die kann man auf jeden Fall noch einstellen. So, der lässt uns sehr gut. Und dann werden wir auf jeden Fall unsere Fahrgäste gleich mal abholen. So, sind wir wieder mit ein bisschen größerem Bus unterwegs. Ich bin mal gespannt hier, wie das Ganze dann auch
werden wird. Wir sitzen hier auf jeden Fall in einer erhöhten Position. Ihr könnt natürlich noch die Farb... Oh Gott, das Wasser haben wir wieder komplett. Die Fahrposition auf jeden Fall auch noch anpassen. Ich guck mal, ob ich jetzt hier rumkomme. Wir schauen mal. Boah. Ja, ich glaube, das passt soweit. Wir müssen hier auf jeden Fall echt weit ausholen. Aber es passt. Sehr gut. So, haben wir den Bordstein ein bisschen mitgenommen. Man kennt ihn ja, den Bordsteinsimulator. Und dann fahren wir mal los hier. Mal gucken, vielleicht nochmal die Fahrerposition irgendwie so ein bisschen einstellen. Ich finde das nämlich doch hier ein bisschen hoch. So. Wir werden mal gucken. Konnte ich das nochmal einstellen? Ich glaube, es war F3 oder so. Ne? Gucken wir gleich erstmal. Wir fahren jetzt erstmal zum Hotel. Und werden dann die Fahrgäste abholen. Und dann werde ich das nochmal kurz anpassen. Grafiktechnisch hat sich auf jeden Fall einiges getan mit dem Update 5. Ne? So, wir warten mal kurz ab. Ach, der wartet. Ist er freundlich. So. Gucken wir mal, dass wir hier einmal auch rumkommen. So. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Müssten wir jetzt hier links reinfahren. Auch die schönen LEDs hier, ne, von dem Blinker. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Auch von den Bremslichtern hier. So, die lassen wir einmal alle durch hier. Ach, der wartet. Das ist ja freundlich. So, ganz schön nett die Leute geworden hier auf der Urlaubsinsel. Warten schön auf uns. So, da sind die Fahrgäste. Die nehmen wir jetzt alle mit. So, dann blinken wir nochmal links. Und dann geht's zum Windsurfen. So. Feststellbremse aktiv. Dann würde ich sagen, lassen wir einmal alle einsteigen hier. So, buenos dias. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ach, die müssen wir alle einchecken. Ach, du heiliger Wimmer. So, jetzt muss ich erstmal wieder alle einchecken hier. Stimmt, das war ja irgendwie. ¿Qué hay? ¿Podrías, por favor, revisar mi billete? Ah ja, genau. So, Sie sind auf jeden Fall richtig. Müllerreisen. Ja, man sieht's unten. Guten Tag. Nein. Nein. So, Sie sind leider falsch. Hello there. Is this ticket here correct? Thanks. Oh, wow. Ticket is correct. Servus. Ist das Ticket hier gültig? Servus. Ja, ist korrekt. Danke. So. Bitte. Is this ticket here correct? Ich hab schon wieder Troll Hunter gelesen. Hello. Troll Tura natürlich. Is this ticket here valid? Thanks. Okay. Steigen Sie ein. Hallo. Ce billet est-il valide? Oh, ja, genau. Merci. Sie steigen aber auch rum ein. Hello. Can I ride with this ticket? Yes. So. Much appreciated. Oha. Salut. Ce billet est-il valide? Ah ja. Bubble-Kurs auf jeden Merci. Fall hier mit inklusive in dem Spiel. Hi. So. Ist dieses Ticket hier richtig? Natürlich. Herr Esposito. So. Hi. Can I ride with this ticket? Genau, Herr Walker, steigen Sie Much mal ein. Appreciated. Hello. Can I ride with this ticket? Genau, Much Herr Klein. So, toll finde ich auch, dass die deutschen Namen auf Englisch sprechen. Joseph Robinson, yes. Muchas gracias. Muchas gracias, Salut. Genau. Puis-je embarquer avec ce billet? Natürlich. So, steigen Merci Sie ein, bitte. Bien. Hola. Puedo subir con este billete? Nein. Hallo. Merci. Nein. Nee. Mucho gusto. Nee. Está bien, mi Tschüss. ¿Qué hay? Está bien, mi billete. Muchísimas gracias. Guten Tag. Servus. Oh. Darf ich mit diesem Ticket fahren? Natürlich, Herr Colombo. Ach, der Colombo ist auch wieder mit dabei. Man kennt ihn. Mal kurz gucken hier, ob der überhaupt hier rüberkommt. Hi. Is this ticket here correct? Ja. Thanks. So, steigen Sie ein, steigen Sie ein. Wir müssen los. Wir haben keine Zeit. So. Alle drin hier? Kommen Sie, kommen Sie. So. Ja, er tut sich noch ein bisschen schwer. Er ist eingestiegen. Ja, ich glaube, der ist drin. Da würde ich sagen, Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Und Abfahrt, würde ich sagen. Los geht's. Gehen wir wieder rein. Ich glaube, wir müssen hier einmal wenden. Ich würde sagen, wir fahren vielleicht mal... Ach komm, fahren wir einfach mal hier rum. So. Einmal im Kreis und dann wieder zurück. Fahren wir zum Windsurfen. Bin mal gespannt, ob mit dem Update jetzt dementsprechend jetzt die Haltestelle auch freigeschaltet ist. Zumindest wird sie uns angezeigt.
zum Windsurfen. So. Dann fahren wir da mal rum. So. Schöner Shuttle-Service. Der hätte sich jetzt auch der kleine BB40 angeboten. Aber ich dachte mir, okay, zum Release-Tag von dem schicken Scania. Ich wollte eigentlich nochmal hier die Sitzposition anpassen. Gucken wir gleich nochmal kurz. So, jetzt fahren wir mal rum. Ah, ja, moin. So, Sie warten bitte. Boah, passt das? Ja, lol. Natürlich nicht. Mensch. Er ist aber ganz schön dicht rangefahren hier, ne? Der Gute. Ach, neuer Bus, schon direkt wieder eine Delle drin. Mann, Mann, Mann. Also Grafik dementsprechend passt jetzt soweit. Der Schleier, der auch im Fernbus-Simulator noch drin ist, der ist jetzt hier komplett weg. Wurde mit dem Update 5 so ein bisschen angepasst, die Grafikeinstellungen hier. Sieht auf jeden Fall viel, viel heller wieder alles aus. Viel, viel freundlicher. Das freut mich auf jeden Fall. Die KI ist immer noch, naja, ja, schwierig, würde ich sagen, in dem Spiel. Aber der Bus ist wirklich toll. Also er hat echt, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ne? Auch von außen, auch mit diesen LEDs jetzt hier. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut dargestellt. Und auch mal wieder eine neue Marke im Tourist Bus Simulator. Auf jeden Fall echt schön. Ne? Der Scania Touring hier. Ist die kleinste Variante, da gibt es noch eine mittlere Variante und auch noch die ganz große, also der 129er und 137er werden auch noch mitgeliefert. Die Templates sind natürlich auch wieder verfügbar ab sofort, das heißt, wenn ihr da gerne wieder Repaints basteln wollt, könnt ihr das gerne tun, die sind im Steam Workshop verfügbar, könnt ihr dann dementsprechend auch runterladen. So. Also ich glaube, die waren auf der Homepage hinterlegt von TML, ne? Ich packe einfach mal einen Link rein. Natürlich auch von dem Bus. Und ich denke, dass der auf jeden Fall auch was für die Urlaubsinsel ist. Mal kurz gucken hier. Das ist immer so ein bisschen. Ich kann das immer so schwer einschätzen mit den Bussen, ne? Weil ich fahre ja so viele Simulationen. Neben ETS, Omsi, Tourist Bus und Fernbus. Ja gut, die Busse fahren sich ja gleich. Aber manchmal schätzt man das ganz falsch ein. Auch die Größe der Busse. Da muss man halt immer mal ein bisschen schauen. Deswegen wirkt das ein oder andere Manöver vielleicht manchmal ein bisschen unbeholfen hier, wenn ich fahre. Weil natürlich auch die dementsprechende Fahrphysik ja natürlich immer eine andere ist. Ne? Und da sich mal umzugewöhnen, das ist halt manchmal gar nicht so einfach. Warte mal, wie kommt man hier nochmal? Könnte ich denn nochmal hier die Sitzposition einstellen? Nee, ist das nicht. Irgendwie konnte ich das nochmal einstellen. Ich glaube, das war Tab, ne? Ah ja, hier Tab, warte mal. Wir können das, glaube ich. Wir können die Sicht, warte mal. Wir setzen uns mal ein bisschen runter hier. Vielleicht hier mal noch ein bisschen anpassen. Ja, gut, das ist ein bisschen doof. Vielleicht ein bisschen höher. Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? So vielleicht, ne? Ja, guck mal, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Spiegel im Blick. So, mal ein bisschen alles angepasst hier. Ja, so kann man das Cockpit auf jeden Fall schon mal besser sehen. So, er lässt uns... Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, natürlich war links frei. Deswegen sind wir natürlich auch zügig dorthin gefahren. So. Llanos de la Concepción, da fahren wir jetzt gleich vorbei. Also finde ich das schon mal ganz cool. Ne, ihr müsst halt einfach mal gucken, ne, wie die Einstellungen hier soweit sind. Mit Tab könnt ihr das einstellen. Da einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Ich finde jetzt die Position ganz gut. Ne, man sieht den Spiegel jetzt auch oben links. Oben rechts müsste man sich einfach ein bisschen nach links gucken. Das ist auf jeden Fall soweit okay, würde ich sagen. Langsam vorbei hier. Ich habe da immer die Befürchtung, dass die KI dann einfach rüberzieht. So, jetzt geht gleich rechts raus wieder hier.
So, schon mal Blinker setzen. Und dann fahren wir mit dem Bus einmal hier rum. Sehr großzügig gestaltet hier das Ganze. So, dass wir da auf jeden Fall gut abbiegen können. Ne? Ja, die Straßen sind manchmal eng, manchmal breit. Gerade die Überlandstrecken hier oder die zwischenstädtische Verbindung, die sind recht gut gelöst, denke ich mal. Und machen da auf jeden Fall jede Menge Spaß. So. Mal kurz nochmal ein bisschen in die Außenkamera gehen. Wir halten mal ganz kurz an hier. Lass den Bus noch mal ein bisschen genauer anschauen. Auch die Geräusche, ne? Habt ihr gehört? Klingt auch sehr gut. Auch der Motorsound. Finde ich gut gelöst. Und auch wenn er bremst, diese ganzen Nachtöne mit dem Bremsen ist auch... Oh, hier haben wir eine Windböe. Huch. Ganz schön windig hier. Naja gut, perfektes Wetter, um Wind zu surfen. Um Wind zu surfen? Um zu surfen, so rum. Oder fürs Windsurfing, so rum. So meinst du es richtig? So. Der Shuttle Express ist gleich da. Ich muss mal kurz gucken jetzt gleich, wo jetzt hier wieder die Haltestelle ist. Wir hatten immer das Problem hier, dass wir die Fahrgäste nicht abliefern konnten. Ich habe da bisher auch immer noch keine Lösung gefunden, woran das denn lag. Es war auf jeden Fall immer keine Markierung da. Und das hat mich persönlich mal so ein bisschen geärgert. Ich hoffe, dass das jetzt der Fall ist. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einmal rum. Nämlich da ist jetzt die Haltestelle jetzt neu verlegt worden. Die war eigentlich hier vorne. Oh, jetzt müssen wir... Oh Gott. Jetzt müssen wir hier einmal rum. Das wird lustig. So, wir warten mal, bis alle weg sind. Fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie. Und dann werden wir dementsprechend dann einfach mal hier rumfahren. So, jetzt gucken wir mal, wo wir da rumkommen. Der fährt rum. So, der wartet jetzt bitte. So, und jetzt kommen wir nämlich hier rum, um die enge Passstelle hier. Boah, das war ganz schön. Stell dir mal vor, wir wären jetzt hier mit dem Großen rumgefahren. Das wäre auf jeden Fall grenzwertig geworden. Müssen wir oben auf die Laterne achten. Oha. Ja, natürlich. Genau. Du fährst jetzt wahrscheinlich wieder richtig nah ran. Mal kurz gucken hier. Oh, ist das eng hier. Also mit den großen Bussen, das ist echt eine richtige Herausforderung. Da muss man auf jeden Fall wirklich aufpassen, aber es hat gepasst. So. Da sind wir jetzt, glaube ich, gleich angekommen. Und da haben wir noch... Ach, guck. Ach, du heiliger Bimbam. Hier müssen wir auch nochmal rum. Wahrscheinlich kommt jetzt direkt wieder ein Auto. Aber, ach, guck mal, wir haben eine Haltestelle jetzt hier. Das ist ja wunderbar. So, das klappt jetzt hier. Aber wie kommen wir denn... Ach, du... Ja, moin, fahr doch. Mensch. Super. Warte mal, wir setzen mal ein Stück zurück. So, hinter uns ist auch einer, ne? Wow. Wir müssen einfach nur mal ein Stückchen weiter ausholen hier. Boah, ist das eng hier. Guckt euch das mal an. So, wir fahren noch mal ein Stückchen raus hier. Und dann versuchen wir mal hier... Ah, das geht, glaube ich. Ich glaube, das klappt, ne? Das klappt, glaube ich, ganz gut. Ah. Klappt das? Oh, ne, wir bleiben, glaube ich, hier voll an der Laterne hängen. Oder? Ne. Das passt ein Stückchen gerade. Und dann haben wir es auf jeden Fall. So, wenn wir mal ein Stückchen hier weiterfahren. So. Boah, ist das eng, verdammt. Boah, das ist echt nichts für den großen Bus hier. So, wir sind auf jeden Fall angekommen. Dann würde ich sagen, Feststellbremse rein. Gang raus. Türen auf. Und dann haben wir es geschafft, würde ich sagen. Ne? Yo, Shuttle Service. Wir haben es abgeschlossen. Wir haben auch wieder einen Skillpunkt gewonnen. Sehr, sehr gut. So, können wir den Motor erst einmal ausschalten. Machen hinten mal zu. Servicewertung. Gut, zwei Unfälle. Ja, eine war ich selber schuld. Bei dem anderen, okay. Den kreide ich mir an. Aber ansonsten haben wir echt hier dementsprechend, ja, eine schöne Fahrt gehabt. Und wenn euch der Bus gefällt,
ne, und ihr den gerne haben möchtet, der ist ab heute verfügbar. Schaut einfach in die Videobeschreibung, da habt ihr einen Link mit dazu. Kostet 12,95 €. Ich denke mal, für den Bus ist es auf jeden Fall wert. Der erweitert natürlich nicht nur den Tourist Bus Simulator, sondern auch den Fernbus Simulator, wenn ihr den schon habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.